Что-то нема, как на мадо польско цвече, бисер ниже поноч нема, кроз груди ми пьесма лече. Što te nema, što te nema, a što te nema. Kad mi sanak pokoj dade i duša se miru sprema i srca se glasa krade, što te nema, što te nema. Što te nema. I srca se glasa krade, što te nema, što te nema. A što te nema. Procvjetala svaka staza, ko što biješe divnih dana, po ružama i sa prska bistra voda šatavana. Hallo ihr Lieben, wir kommen gleich zum nächsten Fall hier, schwierigen Fall mit Donner und Einrenken. Wir haben jetzt versucht, mit diesem Tierarzt, der ja Bosnier ist, aber 15 Jahre in UK, in England gearbeitet hat und etliche solche Fälle behandeln konnte dort. Und deshalb war es ein Glück, dass er hier war, weil Tierärzte hier haben keine Erfahrung mit solchen Fällen. Und wir haben dann die Gelegenheit genutzt und haben versucht, Donner einzurenken. Es war Patella-Problem. Aber ich kann ja gleich sagen, wir haben es nicht geschafft, weil Patellarligament hat es immer wieder zurückgezogen, weil er sich abgebaut hat, verkürzt hat. I got a call that there is something not okay with her hip. But when I came here, I found a patellar luxation, which means that patella went over the femur. But obviously it's been there for too long like that. So the muscles went into atrophy, they went shorter, they got shrink, and I couldn't pull the patella down over the femur. So it's going to stay like this. Absolutely. But you have fixed it with few horses, you have fixed it. Yes, yes. And it happens in cows too. It happens in cows too. And so it is just like shorter period of time and you can put it back. Yes, after shorter period of time you can put it back easily. But the main thing is good anesthesia and pain management. And you can put it in. Vets here, they just do the routine work in cases like this. They don't see it at all. Thank you very much. You're welcome. So Donna ist dann aufgestanden und sie ist dann gleich so gelaufen. Sie hat das ziemlich gut verkraftet. Und das war unmittelbar danach, konnte sie ja laufen, grasen. Sie hat ja Schmerzmittel bekommen und wir haben Muskeln in dem Bereich auch massiert, sodass vielleicht sich von alleine etwas bewegt, wenn wir Glück haben. Das war Gedanke dazu. Und das war jetzt die Herde, die neue Herde, in der Eingewöhnung auf unsere Herde. Und hier kann man jetzt beobachten, was sie so gemacht haben. Es finden ja die ersten Annäherungen statt. Noah ist der eine, der definitiv versucht, Freundschaften zu machen, und überraschenderweise hat die Sassin sich auch dazu entschlossen, Freundschaften zu schließen, beziehungsweise die neue Pferde als erste kennenzulernen.
Normalerweise würde man ja sehen aus den früheren Videos, dass die Hera diejenige ist, die in der Regel als erste zu den neuen Pferden geht. Aber hier überraschenderweise war es ganz anders. Hier wollte sie überhaupt nichts von der neuen Herde wissen. Und die Sassin war die eine hier und Noah, die gegenseitig sozusagen aus verschiedenen Herden mal Annäherungsversuche gestartet habe. Rio ist auch einer, der doch Interesse zeigt, und Fiete wollte auch ein kleines bisschen die andere Herde kennenlernen, beziehungsweise Sassin. Aber wie man sieht, es verläuft ja alles eigentlich friedlich zu diesem Zeitpunkt. Die Pferde sind ja ganz ruhig eigentlich. Und jetzt kommt Antigo und vertreibt den Noah, und wir werden auch in den weiteren Videos und Entwicklungen sehen, dass Antigo eine Hengstrolle eingenommen hat, überraschenderweise, und die Führung und Schutz von der Herde auf sich genommen hat. Besonderes Pobjeda hat er immer wieder beschützt. Hier sieht man ja auch wieder, wenn die Pferde genügend Platz zum Ausweichen haben, dann werden sie sich sehr vorsichtig kennenlernen. Sie wissen, sie haben viel, viel Platz zum Ausweichen, und das passiert ja eine Annäherung aus Neugierde und nicht dadurch, dass es zu wenig Platz ist und die Pferde irgendwie zusammen sein müssen auf kleinem Platz. Sondern hier war ja viel Zeit dazwischen. Die Pferde konnten rennen, sie konnten Stress abbauen, sie konnten diese Freiheit spüren. Und jetzt kann ein Kennenlernen stattfinden in aller Ruhe. Und das sieht man hier bei uns sehr, sehr deutlich, wie das ablaufen kann oder wie das normalerweise abläuft unter den Pferden. Und jetzt gab es erste Rangklärungen, ein kleines bisschen. Das wird so ein bisschen getestet, ja. Es wird nicht gleich gekämpft, außer es kommen vielleicht zwei Hengste aufeinander, die beide Führungsrolle beanspruchen. Aber hier wird ein kleines bisschen Ansage gemacht, oder auch hier mit Neapolitano, der praktisch jetzt seine kleine Herde beschützt. Und abgrenzt kleines bisschen. Also das ist jetzt einfach mal Grenzen testen. Ja? Die Pferde wollen wissen, wo stehen wir. Ja? Wo stehen wir? Ein bisschen Rang wird geklärt. Man wird ja in späterem Verlauf sehen, und in anderen Videos, die kommen, deutlich wird sich da zeigen, wer Chefposition einnehmen wird. Das werde ich jetzt nicht im Voraus verraten. Ich möchte euch gerne die ganze Entwicklung zeigen. Aber wie man hier gesehen hat, am Anfang wird es ja nicht so hart gekämpft. Ja? Am Anfang findet das statt. Einfach mal Neugierde, kleines bisschen Ansagen, prüfen, testen, wieder Abstand dazwischen, ja, so etwas.
Es ist schön, die Bewegungen der neuen Herde zu beobachten, wie sie langsam den Platz erkunden, wie sie langsam ankommen, wie sie entspannen vor allem, ja, wie sie ihren Platz finden. Es ist ja sehr viel, was da bei den Pferden passiert, weil die Pferde kommen auf so einen riesen Platz. Diese Freiheit, diese Weite, das macht sehr viel mit den Pferden. Ihre Instinkte erwachen, ihre wahre Natur erwacht. Dann sind da andere Pferde, mit welchen sie alles klären müssen. Es sind Kühe da, auch für die Pferde da unbekannt. Es sind sehr, sehr viele Sachen, die auf diese Pferde einwirken. Dann auch natürlich der Fluss, die Pferde gehen ins Wasser. Also diese alle Sachen, die in ihrer Natur liegen, werden gerade wach. Und die Pferde erwachen innerlich. Man sieht ihnen an, vom Tag zu Tag, wie sie immer mehr erwachen. Ist wahrscheinlich das beste Wort dafür. Es erwacht einfach alles in ihnen. Alles wird aktiv, diese Instinkte werden aktiv, diese pferdische Natur wird aktiv. Ja? Und natürlich ist es herrlich, ja, die Jungs im Wasser zu sehen und wie sie spielen, wie sie das nutzen, wie sie sich wie Wildpferde verhalten. An diesem Abend wollte ich die Pferde zu unserer Herde bringen. Die Aufnahmen sind ein kleines bisschen zeitverzögert. Man wird ja auch meinen Hund Mali noch in diesen Videos hier sehen. Wahrscheinlich zum letzten Mal, weil danach kommen ja die Videos nach seinem Tod. Aber hier wird er noch zu sehen sein. Und ich habe da ein kleines bisschen jetzt Verzögerung drin, weil ich das letzte Mal über Hof-Workshop berichtet habe, der ja in dieser Zeit stattgefunden hat, als die Pferde zu uns kamen. Und deshalb habe ich da verschiedene Themen jetzt, Teilung gehabt. Nur damit ihr euch nicht wundert. Und die sind ja alle hier mitgekommen. Die sind sehr aufgeschlossen. Man muss sagen, diese Pferde hier, außer Neapolitano, der ja jetzt ein Jahr in einer Hofklinik war, alle anderen kommen schon aus einer guten Haltung. Das sind Academia Liberty Leute sozusagen, beziehungsweise Menschen, die dieses Stallmanagement hatten, praktizieren. Die Pferde sind nicht im Futter begrenzt gewesen, sie würden nicht benutzt, also gerade diese Jungs hier, die sind ja so ziemlich alle, haben nichts gemacht dort bei der wunderbaren Pferdebesitzerin, die sie alle gerettet hat. Davor hatten sie schlimme Erfahrungen, aber bei ihr konnten sie schon heilen und konnten essen, so viel sie wollen, waren nicht im Futter reduziert und deshalb sind sie auch so entspannt. Ja, sie sind ziemlich entspannte Truppe und sie sind zu fünft. Das macht sehr viel aus, dass die Pferde sich sicher fühlen. Das sind alle starke Jungs. Das ist in der Natur so, dass es eine Bachelor-Herde gibt, die ja normalste der Welt ist. Deswegen ist es viel, viel natürlicher, Hengste zum Beispiel alleine zu halten, als eine reine Stutenherde. Ja, weil in der Natur ist es normal, eine alleinige Hengstherde. Hier sind ja jetzt Wallache, aber für die ist es eine natürliche Konstellation in Bezug auf die Herde, meine ich jetzt. Und deshalb fühlen sie sich auch sicher zusammen als Herde. Und deshalb sind sie auch so entspannt. Neapolitano und Greta Charlie
und Holly sind nicht mitgekommen und die Jungs gehen dann jetzt auch wieder zurück. Ich wollte ja nicht weiter mit ihnen gehen, weil ich mir nicht sicher war, was die anderen dann machen. Aber es hat ja jetzt gereicht, mal ein Stück von diesem Gebiet kennenzulernen hier mit den Jungs. Und Noah ist ja etwas ganz Besonderes. Er geht ganz alleine. Ja, er kann ja ganz ohne Herde. Hier hat er dann nach ihnen gerufen ein bisschen. Aber ansonsten, mit ihm kann man ja auch alleine unterwegs sein. So viel Vertrauen hat er. Wirklich ein super Pferd. Also mit dem kann man echt alles unternehmen, der ist so toll. Ganz gechillt, jedes andere Pferd würde durchdrehen. Keine Herde, alles unbekannt oben auf dem Berg. Und er tiefenentspannt. Und das ist dann Ende von dem Tag. Die neue Herde geht nicht auf die andere Seite vom Berg. Da ist unsere Herde und sie gehen nicht drüber. Das ist schon total interessant, weil wir alle gedacht haben, dass die Herde, die ja ursprüngliche Herde war, mit hier drei Kleinen und Luna, Max und Kamal, sich sofort erkennen wird und natürlich ja, froh sein wird, sich freuen, aber die haben sich bis jetzt nicht zusammengefunden. Und das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ich glaube, keiner hat das gedacht. Ich bin auch sehr gespannt, wann das sein wird. Wann die sich erkennen werden. Und ja, was dann passieren wird. Das ist wirklich brennend, interessant, die Entwicklung. Ja, welche Überraschungen, überraschende Wendungen das alles nimmt. Weil der Tierarzt wollte sie an Ort und Stelle einschläfern, solange sie sediert war, aber sie ist noch nicht bereit zu gehen. Sie ist noch voll im Leben, sie nimmt Anteil an allem, sie ist einfach nicht bereit und deshalb habe ich es nicht zugelassen. Wenn es soweit ist, dann wird sie auch nicht eingeschläfert, sondern sie wird erschossen. Das ist am einfachsten und am schmerzlosesten. Und so werden wir das dann machen, wenn es soweit ist. Aber ich hoffe, dass das noch lange, lange hin ist. Sie hat natürlich sehr abgenommen von Schmerz und der Körper wirft ja Ballast ab bei einer solchen Verletzung. Ich glaube auch nicht, dass sie zunehmen wird, weil die Schmerzen werden nicht verschwinden. Aber vielleicht kann sie damit noch zeitlang ja, umgehen. Und sich dann vom Leben verabschieden, einfach auf ihre Art und Weise und ihrem Tempo. Man sieht dem Tier an, wenn das Tier nicht mehr kann. Und sie kann ja noch. So, hier sind die zwei Süßen. Sie haben jetzt auch Äpfel bekommen. Aber sie bekommen hier generell viele Äpfel und Obst und alles Mögliche. Jetzt sind sie hier am Heu. Es geht denen auch gut. Am nächsten Tag sieht es dann so aus. Sassin wundert sich, als sie in Wäldchen rein will. Und da steht die neue Herde am Eingang. Ja,
Im Wäldchen drin sieht es recht entspannt aus. Wie man sieht, Noah ist ganz rein neben den anderen Pferdchen aus unserer Herde und alles ist locker und easy. An diesem Tag, das war noch auf dem Hofworkshop, das habe ich kurz im letzten Video gezeigt, führen wir die neue Herde über den Berg zu unserer Herde. Das liebe ich ja schon mit unseren so. Jetzt kommen die alle mit. So herrlich. Ja, wir wandern. Wir gucken mal. Weil die Herden so lange Zeit voneinander immer getrennt waren, weil unsere Herde immer abgewandert ist auf die andere Seite, wollten wir jetzt mal diese Herde zu ihnen führen. Erstens, dass sie den Weg ganz genau kennenlernen, wo sie selber dann rüberwandern können, unsere Herde nach. Und zweitens, damit die Herden einfach ein bisschen zueinander finden. Auch hier verläuft alles friedlich. Wie gesagt, die Pferde haben einfach Platz zum Ausweichen und sie können unabhängig voneinander wandern. Und deshalb ist es eben so. Das werden natürlich später Rangklärungen geben. Das werde ich dann alles in den nächsten Videos zeigen. Aber hier für euch einfach mal mitzuerleben, wie es sein kann, was passiert ist, wie friedlich und locker das hier abgelaufen ist. Ist das mega? Super schön. Wir haben es geschafft, die Herden zusammengeführt auf der anderen Seite. Mal schauen, wie lange es so bleibt. Ja, genau. Ja, die Jungs gehen da jetzt auf Erkundungstour dahinter. Das Gebiet.
und diese Herde ist hier. Man kann sich wirklich nicht vorstellen, wie toll das ist, wenn man da das rumschwenkt und diese Berge, diese Wolken und dieser blaue Himmel und dann unsere Herde da im Hintergrund sieht. Ach, ist das wunderschön. Wunderschön. Mega. Ich werde euch jetzt diesen Impressionen hier überlassen. Ihr könnt beobachten, was passiert ist, wer sich wem angenähert hat und wohin unsere Pferdchen alles grasen wandern, auf welchen Klippen, wo sie alles können, welche Weiden sie haben. Ich wünsche euch alles Beste mit euren Pferdchen und bis zum nächsten Mal. Oh, Antigo ist so wunderschön. Mit seiner Mähne und so, wie groß der ist und mächtig und richtige Leithengst ist er geworden. Er ist sehr gestärkt jetzt. Und wir wandern dann, die andere Herde wandert auch hoch und wir wandern jetzt mit. Also Ben und Noah sind hier mit unserer Herde jetzt geblieben und suchen da Kontakt und die anderen sind ja unten abgewandert. Jetzt sieht man sie von hier nicht mehr. Und das ist schon interessant zu beobachten, weil die beiden ja, schließen sich jetzt schon an. So, die beiden jetzt, also Noah und Kamal, haben sich beschnuppert. Also, aber Kamal versteht sich mit jedem. Noah ist aber ganz bewusst gerade zu ihm gegangen von hinten. Okay. Also Noah ist schon sehr verträglich. Er ist auch richtig liebes Pferdchen. Und sucht auch Kontakt und ist nicht scheu, ist nicht aggressiv, gar nichts.
Na du Hübscher.